Die Frau am Brunnen. Das sagte Jesus über sich selbst. Eines Tages ruhte sich Jesus an einem Brunnen aus. Da kam eine Frau an den Brunnen. Diese hatte einen anderen Glauben als Jesus. Sie war eine Samariterin. Als sie Wasser holen wollte, bat Jesus sie, ihm Wasser zu geben. Die Frau war verwirrt. Du bist doch ein Jude. Normalerweise reden Juden nicht einmal mit uns, weil wir einen anderen Glauben haben. Warum bittest du mich um Wasser? Wenn du wüsstest, wer ich bin, würdest du mich um Wasser bitten, entgegnete Jesus. Du hast ja nicht einmal etwas zum Wasser schöpfen, wunderte sich die Frau. Jeder, der dieses Wasser trinkt, wird wieder durstig, erklärte Jesus. Ich kann dir Wasser geben, das deinen Durst für immer stillen wird. Dann gib mir bitte dieses Wasser, freute sich die Frau. Klar, bring aber erst deinen Mann her. Ich habe keinen. Richtig. Du hattest schon 5 Männer und lebst jetzt mit einem Mann zusammen, mit dem du nicht verheiratet bist. Als Jesus das sagte, erschrak die Frau. Woher weißt du das? Bist du etwa der Retter, den Gott schon lange angekündigt hat? Der Messias? Ich bin es. Die Frau war begeistert und holte gleich viele Menschen aus ihrer Stadt. Und Jesus erzählte ihnen von Gott. Viele dieser Menschen erkannten, dass Jesus wirklich von Gott geschickt wurde.